Guten Abend. Wir beschäftigen uns nicht nur mit Ayahuasca heute, sondern auch ein kleines bisschen mit den Nachtschattengewächsen, denn die Veranstaltung war ursprünglich eine Würdigung der Arbeit des Nachtschattenverlages. Und aus diesem Grund habe ich eine Dia-Serie mitgebracht, die nenne ich so auf den Spuren von William Burroughs aus Südkolumbien. Und zwar erstmal die Herstellung von Ayahuasca und dann die damit im Zusammenhang stehenden Nachtschattengewächse. Zunächst möchte ich noch mal erklären, was das Wort Ayahuasca eigentlich bedeutet. Es kommt aus der Quechua-Sprache, das ist eine Indianersprache, die war die Staatssprache im Inka-Reich und ist heute noch die offizielle Staatssprache von Peru. Das einzige südamerikanische Land, in dem eine Indianersprache die erste Sprache ist, auch wenn in den Behörden nur Spanisch geredet wird, aber immerhin. Das Wort Ayahuasca kann man unterschiedlich übersetzen. Es setzt sich zusammen aus Aya und aus Huasca. Huasca ist eine Pflanze oder Ranke, lianartige Pflanze, schöne Pflanze. Und Aya kann man je nach Kontext übersetzen als Bewusstsein, Seele oder Tod. Deswegen findet man in deutschsprachiger Literatur ab und zu die Bezeichnung Ranke der Seelen oder sowas. Manchmal steht in Büchern, die aus dem Englischen übersetzt wurden, Wein der Seelen. Das ist natürlich völlig falsch, weil die Übersetzer haben das englische Wort Wein für Liane missverstanden als Wein für den Wein. Und das hat also überhaupt nichts damit zu tun. Es gibt sehr viele andere Worte, Namen für Ayahuasca in vielen Indianersprachen. Das Wort Ayahuasca ist das am meisten verbreitete und eigentlich bekannteste. Das zweitverbreitetste und bekannte ist Yaché. Das steckt auch in dem Titel von dem Buch von William Burroughs und Allen Ginsberg, auf Englisch The Yaché Letters. Auf Deutsch, auf der Suche nach Yaché, das ist also dasselbe wie Ayahuasca, nur aus einer anderen Sprache. Nun, dieses Wort Ayahuasca bezeichnet drei bzw. vier Dinge gleichermaßen. Einmal ist es der Name für eine ganz bestimmte Pflanze, die wir botanisch unter dem Namen Banisteriopsis carpi kennen. Dann bezeichnet das Wort den Trank, der auf Grundlage dieser Liane aber immer mit einem Zusatz einer anderen Pflanze, die DMT liefert und oft noch mit sehr vielen anderen Zusätzen. Dieser Trank wird so bezeichnet, dann das Ritual, das schamanische Ritual, mit dem Ayahuasca eingenommen wird, wo der Trank eingenommen wird, wird auch als Ayahuasca bezeichnet. Und das vierte ist Ayahuasca als Bezeichnung eines Bewusstseinszustandes, nämlich der, wo man wirklich sieht. Für die Indianer, die Ayahuasca benutzen, ist die Alltagswirklichkeit Schein. Es ist nur Oberfläche und die eigentliche Wirklichkeit ist gewöhnlich unsichtbar, aber sie wird sichtbar, wenn man Ayahuasca nimmt. Das heißt also, in der indianischen und schamanischen Anwendung von Ayahuasca steht gleichzeitig ein vollständiges anderes Wirklichkeitsprinzip, nämlich dass das, was wir für bare Münze nehmen, alles nur Schein ist. Und das Wirkliche ist die Welt der Vision. Nun, vielleicht kann man hier dieses Licht noch ausmachen, dann sieht man es besser. William Burroughs war 1953 in diesem Ort, Pasto, das ist in Südkolumbien, liegt ungefähr 2.500 Meter hoch. Wenn man dorthin
Zentrum, das ist eine etwas kolonialzeitlich geprägte Stadt, würde man nicht unbedingt an ein schamanisches Dschungelgebäude denken. Dennoch gibt es in dieser Stadt eine große und wachsende intellektuelle Szene, die relativ regelmäßig Ayahuasca benutzt. Also, und in Kolumbien ist es so, dass Ayahuasca vollständig legal ist. Also da gibt es keine Probleme. Und auch offensichtlich in der Bevölkerung den Status eines Heilmittels mit großem Erfolg genießt. Viel weniger als eine psychoaktive Droge, die Visionen macht. Und das ist auch, um eine lange Geschichte kurz zu machen, Ayahuasca ist ein Heilmittel. Das ist keine Partydroge, eignet sich auch überhaupt nicht dazu. Wenn man Ayahuasca genommen hat, weiß, dass man alles andere machen möchte, aber nicht auf einer Party sein. Deswegen ist überhaupt keine Gefahr, dass das irgendwie partymäßig, wie auch immer, miss- oder gebraucht wird. Nun, als Burroughs 53 im Pasto war, da sah es noch ein bisschen anders aus, aber von dort hat er dann seine Suche eben nach diesem geheimnisvollen Trank, von dem er sich ja so etwas erhoffte, was er in all seinen anderen Drogenerfahrungen nicht gefunden hat. Er sagt nicht genau was, er sagt nur, dass er dort irgendwas drin spürt. Er hielt sich in einem Hotel dort auf und hat immer Briefe an seinen Freund Allen Ginsberg geschrieben und daraus ist dann dieses Büchlein entstanden. Das ist eigentlich das erste Werk, wodurch Ayahuasca außerhalb der Ethnologie und Botanik weltweit bekannt wurde. Hier ist so eine Straße in irgendeinem kleinen Hotel, hat er gesessen und hat sich wahnsinnig darüber aufgeregt, dass er von den ganzen Medizinmännern, die er getroffen hat, immer übers Ohr gehauen wurde, dass sie ihm irgendwas als Ayahuasca vorgesetzt haben, wo nichts passiert ist, sodass er irgendwann glaubte, dass es nur ein Mythos ist, dass es gar nicht existiert, bis er dann später in Peru bei einem Schamanen, der offensichtlich anders eingestellt war als die angeblichen kolumbianischen Medizinmänner, das getrunken hat und einen unglaublichen, wahnsinnigen Trip erlebt hat. Das kann man hier drin nachlesen. Das ist ein sehr amüsantes Buch, sehr kurz und knapp und in der typischen Art von Burroughs sehr direkt und auch heftig. Was soll ich buchstabieren? Das Buch? Das heißt Auf der Suche nach Yahweh. Hier haben wir es schon gefunden. Das ist auf dem Markt von Pasto. Dort gibt es Kräuterstände, wo man also von Pfefferminze über Copal alles bekommt. Und da werden auch Flaschen mit Yahweh oder Ayahuasca angeboten. Man kann auch die Rohpflanzen kaufen und alles. Wie gesagt, dadurch, dass das ein völlig normales Heilmittel ist, ist der Umgang damit auch so, wie wir uns den Umgang eigentlich auch mal zu Psychedelika wünschen würden. Ja, bei diesem Mann, der heißt bürgerlich William Torres, das ist ein Kolumbianer, typische Mischung so aus indianischen Großvätern und europäischen Großmüttern. Der gehört auch zu den Autoren des Nachtschattenverlages und da hat er ein Buch über Ayahuasca geschrieben und zwar unter seinem Schamanennamen Kahuyali Zamani. Und das ist hier auf seinem Grundstück in der Nähe von Pasto, da pflanzt er gerade eine Ayahuasca-Liane an. Und das ist seine Mallorca, die gehört eigentlich kulturgeografisch gar nicht in die Gegend. Das ist ein Ritualhaus der Kogi-Indianer aus der Sierra Madre, also aus den Mauern von Kolumbien. Aber das ist ein traumhaftes Umfeld für Ayahuasca-Erfahrungen. Da passen wie viel bis 70 Leute rein. 80 Leute können da drin liegen und in den spitzkegeligen Oberbau ihre Vision hinein projizieren. Wir waren zu dritt im Frühjahr da mit meiner Frau Claudia Müller-Ebeling und meinem Kollegen und Freund Arno Adelas, der auch hier ist.
weil wir an einem größeren Kompendium zum Thema arbeiten. Und dabei haben wir also die ganze Ayahuasca-Zubereitung Schritt für Schritt dokumentiert und das wollen wir uns mal angucken. Achso, um die mal locker rum, für diejenigen, die sonst noch an Ethnobotanik interessiert sind, wachsen natürlich alle möglichen bekannten und unbekannten Gewächse hier, das ist ein Tetrakaktus, mescalinhaltig. Die dort wachsenden Exemplare haben eine ziemlich durchschlagende Wirkung gehabt. Und das ist einer der ganz seltenen, natürlich gewachsenen vierstrahligen San Pedro Cacten. Man sieht eigentlich schon, das ist der Blick von oben auf die Stange, was dieser Kaktus in einem anschlagen kann. Und hier beginnt jetzt die Ayahuasca-Zubereitung. Also da sind erstmal ein paar Leute aus dem Sibundoy-Tal, was dort in der Nähe ist, angekommen mit einem Taxi, wo drauf stand Sibundoy Express, und haben diese ganzen Holzstücke gebracht. Das sind alles Teile der Ayahuasca-Liane. Und das ist so die Länge für 70 Dosierungen, die man braucht von der Liane. Hier ein schönes Lianenstück, die sieht man sehr schön, warum die Liane als Verkörperung der Schlangenkraft betrachtet wird. Achso, das ist jetzt hier, da unten sieht man es eigentlich nicht. Die Stücke, die müssen vor der Verarbeitung alle gesäubert werden. Und dann werden sie mit dem Hammer breitgeschlagen. Das ist also alles sehr viel körperliche Arbeit und sehr zeitintensiv. Also die Herstellung von der Anlieferung des Materials bis zum gebrauchsfertigen Mehl, wörtlich Honig, aber das ist eine Einkochung, das zeige ich nachher noch, dauert ungefähr 4 Tage und das machen mehrere Leute ununterbrochen. Also es ist Tag und Nacht, der daran gearbeitet. Das ist meistens sehr lustig, also jedenfalls in unserem Fall, weil dabei trinkt man gerne mal einen Schluck San Pedro gekocht. Nun, die Liane alleine reicht nicht. Wenn man da draußen einen Trank macht, dann passiert eigentlich eher gar nichts, außer dass man vielleicht müde wird. Das Geheimnis von Ayahuasca ist die Kombination mit der zweiten Pflanze, von der die Blätter benutzt werden. Das ist dort in dem Falle die Diplopteris capverana. Das ist auch eine Liane, die enthält DMT und davon benutzt man die Blätter. Die müssen auch gut gewaschen werden und dann werden sie heutzutage ein bisschen modernisiert, Mixer zerkleinert, weil je größer die Oberfläche natürlich des Materials, desto intensiver der Auszug. Wir haben hier das Harry Potter beim Ayahuasca-Braun. Man achte auf den Löffel. Das ist also kein fotografischer Trick. Und also früher wurden natürlich riesige Holzmengen verbraucht dafür. Das ist heute so, dass sie lieber wegen der Holzknappheit keine Feuer mehr machen, sondern ein Gasherd haben und dann diese großen Aluminiumtöpfe. Manche Leute glauben, dass Ayahuasca, wenn sie im Aluminiumtopf gemacht wird, nicht so gut ist, als wenn sie im Tontopf gekocht wird, aber das sei dahingestellt. Ja, hier wird also ständig gefiltert, abgegossen, umgegossen, eingekocht. Das ist also ein sehr komplizierter, sehr langer Vorgang, was wie ausgekocht wird und so. Und dann die Sachen zusammengeschüttet werden. In der Mitte, das ist unser Gaucho-Freund Arno Adelaas. Und hier ist etwas, was uns bis dahin völlig unbekannt war.
der prüft das Destillat, was an dem Deckel beim Einkochen entsteht. Und die Beschaffenheit dieses Destillats lässt darauf schließen, wie lange man noch kochen muss. Es gibt also sehr viele sehr kritische Punkte in der ganzen Angelegenheit. Es kann sein, dass im allerletzten Moment der Zubereitung, wenn man eine Sekunde nicht aufgepasst hat, der ganze Extrakt verbrennt und dann man sind 4 Tage und riesige Rohmaterialien vergeudet. Wenn es dann zum Schlusseinkochen geht, dann ist es wichtig, dass der Trank gesungen wird und mit dieser Guarasacha oder Takapa, das ist, sind so Blätter zusammengebunden, die geben einen bestimmten rasselähnlichen Sound. Die alle Schamanen stimmen darüber ein, dass das Patent auf Ayahuasca der amerikanischen Firma gar kein Patent auf Ayahuasca ist, sondern nur auf eine Wirkstoffkombination. Wenn die sagen, die können gar keine Ayahuasca machen, selbst wenn sie die Wirkstoffe zusammenbringen, weil ihnen die Lieder fehlen. Und Leute, die oft Ayahuasca getrunken haben, werden gemerkt haben, dass die Ayahuasca, je nachdem, von wem es hergestellt wurde, charakteristisch andere Eigenschaften haben. Die Indianer selbst führen das auf die Lieder, die sie beim Herstellen singen, zurück. Und hier prüft er jetzt das Zusammengekochte, das ist ein Sirup. Und der wird so lange eingekocht, bis so eine honigartige Masse entsteht. Das wird Miel genannt im Spanischen und das heißt wörtlich Honig. Wenn in der deutschen Literatur von Honig-Ayahuasca geredet wird, dann haben die Autoren es nicht verstanden, dass das mit Honig gar nichts zu tun hat, sondern dass es nur an Bord ist. Ich meine, wir nennen Marihuana auch Gras und das ist was deutlich anderes. Jedenfalls hier tropft es schon und daran sieht er, wie lange er noch kochen muss. Ja, und zum Schluss ist dann eben ein dieser feste gekocht. Man sieht also, aus dieser riesigen Pflanzenmasse kommt auch ziemlich wenig raus, aber das sind halt 70 Dosierungen. Wenn das dann verabreicht wird, wird es ein bisschen mit Wasser verdünnt, damit man es trinken kann. Für die Hardcore-Ayahuasqueros kann man auch so einen Löffel nehmen und darauf rumlutschen, was vielleicht geschmacklich nicht unbedingt zum kulinarischen gehört. Obwohl die in Südkolumbien gemachte Ayahuasca verhältnismäßig harmlos schmeckt, also im Vergleich zu den Trünken in Peru, die also wirklich geschmacklich zum grauenhaftesten gehören, was ich jemals in meinem Leben probiert habe. Aber es ist ganz gut, wenn man nochmal die Bitternis des Lebens sich vor Augen zu führen, wenn man sich in so ein Ritual gibt. Aber man sieht, mit welcher Begeisterung der gelungene Dekokt begutachtet wird. Und hier sieht man dann, wird es etwas verdünnt. Und bei der Verabreichung ist es so, dass normalerweise der Schamane sich dem Teilnehmer anguckt und dann abschätzt, ja, das braucht so viel oder so viel. Und ich kann nur raten, für diejenigen, die das mal machen möchten, lasst euch möglichst eine hohe Dosis geben. Also mit so kleinen Dosierungen anfangen hat gar keinen Zweck, da passiert eh nichts, außer dass man kotzt und so. Ja, es gibt ja immer Leute, die haben so viel Angst vor Drogen, was auch immer das sein soll. Und die denken, ja, ich nehme erstmal nur die Hälfte, ne? Oder die sind auch bei Pilzen, ich nehme nur einen Pilz statt der richtigen Dosis. Oder so, und wundern sich dann, dass sie keine guten Erfahrungen haben. Also man muss sich am besten auf den Schamanen verlassen und sagen, ich möchte richtig was erleben. Dann ist man gut beraten. Und hier wird genossen, also das sind so Baumkürbisschalen und wenn man die dann gereicht kriegt, sieht man immer schon, was dann ungefähr blühen wird, ob das der Bodensatz hat, halb voll ist oder ein Berg drauf. Arno hat dann natürlich einen Berg drauf, ist ja klar.
Das ist ein Bild aus der Malocca, nach einem Ritual am nächsten Morgen, das geht also die ganze Nacht, man bleibt auch da. In der Mitte ist ein Feuer, dann sind überall Musikinstrumente, da wird also ziemlich viel musiziert, oft auch mehrere Leute gleichzeitig. Manchmal geschehen da musikalische Wunder, manchmal aber auch Grausamkeiten, wenn einige auf ihren eigenen Trip kommen und immer den Takt zerstören und so. Aber es gehört halt alles dazu. Gewöhnlich sind, egal was in der Nacht passiert ist, am nächsten Morgen alle glücklich und froh. Viele sind erleichtert, geheilt oder spirituell weitergekommen oder irgendwas. Ja, das war also kurz mal so ein Eindruck, wie das hergestellt wird und worüber wir eigentlich reden. Und jetzt kommen wir noch kurz zu den Nachtschattengesetzen, die damit im Zusammenhang stehen. Es ist nämlich so, dass sehr viele Schamanen sehr viele Pflanzen kennen, die sie noch mit in den Trank hineingeben, damit der Trank eine sehr spezielle Wirkung bekommt. Das kann sehr rein medizinische sein und so, es kann eine mehr für fortgeschrittene Schamanen sein und je nach Bedarf und so weiter. Also ein toller Zusatz ist Ayahuasca mit Coca. Das wird auch Coca-Huasca genannt, das gibt es in Peru. Das ist also nichts zum Einsteigen, das ist nur für Fortgeschrittene. Genauso, wenn man diese Pflanze, die hier so unscheinbar aussieht, so ganz entfernt, eine verkrüppelte Handpflanze. Das ist ein Steckling eines Nachtschattengewächs, das dort Culebra genannt wird. Das ist Spanisch, heißt Schlange. Und das ist eine Engelstrompete, die wurde in der Mitte des letzten Jahrhunderts von Schultes beschrieben. Der hatte gedacht, dass es nicht nur eine neue Art, sondern eine neue Gattung ist. Also in der älteren Literatur von Schultes findet man diese Pflanze als Metistikodendron anisianum. Aber es ist nichts weiter als eine Brugmansia candida Zuchtform. Jedenfalls, das ist also eine der seltensten Schamanenpflanzen überhaupt. Die gibt es nicht wild, nur angepflanzt und nur im Sibundoy-Tal. Aber da der Lehrer von William in Sibundoy lebt und einen prächtigen Baum davon hat, hat er William Stecklinge gegeben. Wenn man die Blätter zu dem Ayahuasca-Trank hinzugibt, dann ist es unglaublich, diese mehreren Halluzinogen. Also das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Die kommen noch. Also hier sind wir nochmal kurz in Pasto, weil wir sind dann von Williams Malocca aus in Sibundoy gefahren. Also auch letztlich auf den Spuren von Boros und von Schultes. Da fährt man erstmal die Anden hoch und dann gibt es auf den Anden Wasserscheide und kurz vor der Wasserscheide ist hier so ein See mit einer Insel. Auf der Insel finden auch Ayahuasca-Zeremonien statt, aber da sollte man dann sich solche Kleidung wie für eine Polarexpedition mitnehmen. Es ist sehr, sehr kalt und das ist eigentlich unangenehm. Am schönsten ist Ayahuasca entweder in Malocca mit dem Feuer oder eben im Dschungeltiefland nachts draußen. Dann kommt man aus Paramo, das ist eigentlich das Gebiet, wo die Wasserscheide ist und wo dann die Region Putumayo anfängt und das ist das eigentliche Ayahuasca-Land in Kolumbien. Das ist auf über 3300 Meter Höhe, das ist so eine spezielle Vegetation, die es nur da gibt und von da kommt man dann in Richtung Amazonas-Tiefland in Sibundoy-Tal. Das ist ein Blick auf das Sibundoy-Tal. Das Sibundoy-Tal ist insofern von hoher Bedeutung, dass dort sich die Vegetation des Hochlandes und des Tieflandes trifft und auch die indianischen Kulturen Einflüsse der Hochlandskulturen und der Dschungelkulturen haben. Und
dass in diesem Tal eine ganze Menge Pflanzen vorkommen, die es nur dort gibt und die alle von den dortigen Schamanen benutzt werden. Und das hier ist sehr wenig bekannt, weil das sind sehr starke und heftige Zusätze. Deswegen kommen die nicht, wird darüber wenig gesprochen. Hier sind wir in Putumayo, also das ganze Gebiet Putumayo ist nach diesem Fluss benannt, der in diesem Tal zusammenfließt und dann einer der Zuflüsse für den Amazonas wird. Und an diesem ganzen Fluss entlang leben indianische Kulturen, die alle Ayahuasca benutzen und viele andere Dinge natürlich auch. Ja, und da treffen sich auch halt die älteren und die neueren Kulturformen. Ja, und dann sind wir also zu dem Lehrer unterwegs gewesen, der bei dem William sehr viel gelernt hat. Der heißt Tata Martin, den sehen wir auch gleich noch. Auf dem Weg dahin bin ich jedenfalls völlig ausgeflippt, als ich diese Pflanze an dem Rand entdeckte, also ein Baum. Und ja, das wahrscheinlich auch. Das ist ein Nachtschattengewächs. Diochroma fuchsinides und also man erkennt es deutlich an der Form der Blüten, dass es Nachtschattengewächs ist. Die meisten Nachtschattengewächse sind ja Sträucher oder Büsche oder Kräuter. Das ist ein richtiger hoher Baum, 10 Meter hoch und sieht im Licht, im Sonnenlicht fantastisch aus mit diesen sehr leuchtenden roten Blüten. Hier nochmal die Pflanze, die gibt es nur dort. Also es sind natürlich in den letzten Jahrzehnten ein paar Exemplare in manche botanische Gärten gegangen, aber die gibt es nur dort. Und da war immer sehr wenig drüber bekannt und ich dachte, oh toll, jetzt haben wir diese Pflanze und kommen gleich zum Schaman, der um die Ecke wohnt, der wird mir sicherlich alles erzählen können. Hier William und Claudia beim Ernten, was natürlich wichtig ist, man braucht immer Belegexemplare und natürlich Substanz für ethnopharmakologische Bio-Essays. Ja, Mafiosi-Schamane. Ja, so sieht dann die getrocknete Rohdroge aus. Na, jedenfalls haben wir das mitgenommen und sind dann in dieses Haus gekommen, gehüpft. Das ist der Taita Martin, das ist ein Kamchar-Indianer. Der ist sehr berühmt, der ist auch von der Regierung offiziell als traditioneller Schamane registriert und so. Das ist also, der genießt dann nicht den Status eines Verrückten oder eines Hexers, sondern eines traditionellen Heilers mit einem großen Pflanzenwissen. Der ist natürlich, wenn man ihn genauer ansieht, sieht man, dass ihm der Schalk im Nacken sitzt, aber das ist halt das wichtigste Qualitätsmerkmal von einem Schamanen. Ja, und das ist halt sein Outfit für Ayahuasca-Rituale. Also das kann man sich vorstellen, wenn man nachts am Feuer sitzt und dann kommt so eine Gestalt auf einen zu, das hat schon seinen eigenen Effekt. Das ist eine Malerei von seinem Sohn, der durch die Ayahuasca-Erfahrung angefangen hat, seine Visionen deutlicher zu sehen und die Visionen dann auch zu malen. Hier zum Beispiel, da sieht man die beiden wesentlichen Elemente, den Jaguar und die Anaconda. Das sind auch gleichzeitig die Symbole für die beiden Pflanzen. Die Liane ist natürlich die Anaconda und die Blätter sind der Jaguar. Und das passt auch mit der Chemie zusammen, denn DMT kann man schon eher mit der Jaguarkraft assoziieren, weil es ist letztlich das ultimative Psychedelikum. Das ist bei Tata Martin im Garten, also herrlich hergerichtet, genauso wie man sich als Ethnologe wünscht, die abseits gelegene Ayahuasca-Ritte.
wo der Trank eingekocht wird. Hier wird das mal schön tief inhaliert. Bei Leuten, die viel Ayahuasca genommen haben, kann der Geruch schon einen gewissen Zustand erzeugen. Hier sieht man es, also in manchen Indianersprachen wird das einfach nur braune Brühe genannt. Also wir denken irgendwie heiliger Trank oder so, nein, die nennen es einfach nur braune Brühe. Aber bei denen ist Heiligkeit nichts vom normalen Leben getrennte. Ja, und das ist der Culebra-Baum im Garten von dem Tata Martin. Das ist also auch ein richtiger Baum mit verholzten Stämmen. Und der hat Blüten, die von einer Engelstrompete so viel aufgeschlitzt und irgendwie ein bisschen barock gemacht. Propansia sanguinea, von der sich möglicherweise alle anderen ableiten, aber das ist nur Spekulation. Auf jeden Fall sieht sie wunderschön aus, aber duftet nicht. Diese Pflanze, die wird aber nicht nur von Schamanen als Zusatz für Ayahuasca benutzt, sondern auch von Gangstern in Kolumbien unter dem Namen Burundanga. Das sind so K.O.-Tropfen, dann machen wir aus den Früchten einen Extrakt. Und wenn man so auf Bushaltestellen sitzt und jemand dort irgendwas und schluckt Wasser, darf man nie annehmen, weil das ist die normale Methode, die Leute dann um den Verstand gebracht werden. Weil wenn man das unvorbereitet nimmt, denkt man echt, man ist wahnsinnig. Das kommt ihm wohl auch ziemlich nahe. Und dann verfällt man in ein Delirium, bei dem man unglaublich einfach ausgeraubt werden kann. Das passiert sehr häufig, steht ständig in der Zeitung und so weiter. Ja, und das ist im Hochland ein Exemplar, das eigenartigerweise von der Kirche stammt, aber man sieht also, wie prachtvoll diese Pflanzen dort gedeihen. Das war's? Ja, ich glaube, das war's.